Hallo Leute, hier ist wieder euer Garthulk. Willkommen zurück zu Let's Play Scribblenauts Unlimited. Ja, wir befinden uns wieder im Ruin von Ellipsis, weil hier gab es ja noch tatsächlich ein Geheimlevel oder sowas. Zumindest ist das jetzt, habe ich es jetzt nicht auf der Karte gesehen, deshalb finde ich das echt cool. Deshalb wird der alte Luigi es erforschen. Ich kann die Sonne am Fluss nicht spüren. Erschaffe etwas, das mich braun macht. Nicht gut. Okay. Ich sollte mit gewaltig aufhören. Das ist eine olympische Sonne. Nieder. Oh. Sonnencreme. Okay. Das ist ja mal cool. Ich kann mir Licht machen. Die Sonne unter Wasser gesetzt. Ups. Der Schatz erscheint, wenn die Laterne angezündet. Wenn die Laternen angezündet sind. Die brennen doch schon. Ich habe immerhin eine Sonne dran gehalten. Es tut mir leid! Steindodo! Was ist das ein Tölpel? Geh weg! Geh weg! Ich mag dich nicht! Okay. Das ist nicht anders verdient. Wo ist er? Na gut. Was soll jetzt die 8-Bit-Musik? Und was habe ich ausgelöst? Wahrscheinlich irgendein Easter Egg. Wir sind vegetarische Piranhas. Was gibt es zum Essen? Gott, was soll die 8-Bit-Musik? Ja, offenbar nicht. Hör auf damit. Jetzt hat er ihn umgebracht. So. Ich bin vegetarisch, ich greife nur an. Weinerliche Angestellte. Tote Blaujacke. Blaujacke, okay. Hilf mir, damit ich wieder segeln kann, aber dem Typen da nicht helfen, ne? Seine Frau ist nur tot. Wie benutzt der einen Presslufthammer? Stirbt auch nicht viel mehr. Stirb, Felden! Stirb! You shall not to belong in this world! Naja, es ist schon mal wieder im Wasser, ne? Ich finde das schon mal eine ganz gute Sache. Okay. Ach, was? Ups. Oh, das ist ja cool. Ich kann Raum suchen. Okay,
jetzt Segel. Nicht? Ich will einen Baumeister. Reparateur. Ein Rudersteuer, das hilft doch bestimmt auch. Noch weißt du was, dann leg mich tot. Scheiß drauf, was ist das denn? Verwandle einen Geschäftsmann in einen Angler. Okay, das kriege ich hin. Ich werde dir zeigen, wie man angelt. Da ist ein Fisch, nimm ihn. Gott, das sieht so dämlich aus. Dieser Mann träumt davon, Angler zu sein. Kleide ihn entsprechend ein. Du brauchst einen Angelhut. Anglerhut. Auch gut. Da. Aha. Das habe ich nicht gesagt. Als nächstes muss er Fische fangen. Gib ihm etwas, das Land ziehen. Okay. Du kriegst einen Morgenstern. Tolketischer Gott. Toll, ich hab einen Gott erschaffen. Hier, hilf ihm. Das wollte ich jetzt zwar nicht, ich wollte eigentlich die Waffe haben. Das Ding ist nicht in der Kette. Morgenstern hat eine Kette, das war aber ein Schlägel. Dann kriegst du eine Leine. Komm, Seil, scheiß drauf. Ja, nicht so lustlos. Da. Die sind so lustlos. Die Fische platziere etwas im Wasser, das sie wollen. Okay. Was will denn so ein Fisch haben? Nicht? Nicht gut? Okay. Fisch das andere. Ich mag dieses. Plopp. Zeit, den Regenbogenfisch zu fangen. Er hat einen bunteren Geschmack. Ich wusste nicht, dass sie das wörtlich nehmen. Oh, komm schon! Jetzt ein Schokoladenhai. Kenn ich gar nicht. Gib dem Hai sein Abendessen. Ja, schade. Ein Schinkenstein. Gibt übrigens kein Schinkiger. Schade.
Mein Fleischstein ist gerade ins Aquarium gefallen. Okay. Will dir überhaupt. Moment. Ich sollte das Schnitzel zum Running Gag machen. Mensch, das ist das. Nein! Was? Wahrscheinlich. Ah, schon gut. Bock hab! Mokka-Brot. Mega-Brot. Irgendwann liegt da so viel Brot. Mega-Schokoladen-Brot. Schokoladenhai, wer kommt auf die dämliche Idee? Gut, die wollten irgendwas Buntes haben. Was dann Regenbogenforelle ist. Okay, ja, ist okay, Spiel. Ich verstehe. Du magst Schokolade. Sehr gut. Das Netz. Ich hab das Internet. Da hast du das Internet. Okay. Ich wollte aber einen Jet haben. Nein, ich will nicht auch ein J. Ich möchte ein J kaufen. Hab ich halt ein K. Oh, Fritz. Ich will doch nur da hoch. Danke! Affe. Wir lassen nur Gorillas in diese Truppe. Du bist kein Gorilla. Das glaubst du. Aber ich hab Flugzeug. Ich hab eine Banane. Am Meer um. Mich zu starten. Ich will tanzen, aber ich habe keinen Takt, dem ich folgen kann. Triangel. Hier. Hilf mir, ein Bild von diesem Einwohner zu machen. Gut. Und ein Bild machst du natürlich. Ja, mit der Kamera halt. Moment. Staffelei. Mali. Das ist eine Banane. Jetzt finde ich Staffelei. Der Marlin. Marlin an. Och, du bist so unkreativ. Wie noch was. Dann. Da. Mein Foto. Ich bin hier verprügelt. Tja, das hast du jetzt davon. Wo soll ich mein Flugzeug hin? Da. Wuhu. Da ist eine Staffelei. Hilf mir, das Malen zu üben. Da. Blume.
Künstler Le Ephant. Da geht's in den Saurierpark. Dann reden wir jetzt nur um Affen. Er verschaffe einen menschlichen Freund eines jeden Affen. Okay. Mit meinem Flugzeug wird das klappen. Warum fliege ich? Jeder Affe hat ein Hobby. Er schaffe für jeden Affen einen Freund mit ähnlichem Geschmack. Schaut zuerst der musikalischen Affen. Okay. Sehr gut. Mozart wird dir bestimmt gefallen. Oh Gott, nein! Was tut ihr? Stop! Oh. Die fliegenden Affen natürlich verzehr als Trankes Flügel gewachsen. Jemand mit für den magischen Affen. Okay, du kriegst Gandalf. Den gibt's wahrscheinlich nicht. Den muss ich mal unbedingt mal stellen. So. Du kriegst natürlich. Houdini gibt's wahrscheinlich auch nicht, ne? Aber eine Heldin. Geht doch. Der Nerdaffe. Dieser computerbegeisterte Affe liebt Videospiele. Schaffe einen Freund für ihn, natürlich. Nerd. Bestes zu Freund Elfe. Dieser Affe trägt einen anderen Hahnhut. Er schaffe einen Freund mit diesen Affen. Nehmen wir Maxwell. So. Sehr gut. Jetzt kriegen wir unseren neuen Star rein. Wuhu. Sehr, sehr cool. Primatenkumpels abgeschlossen. Und weiter. Ich glaube, damit haben wir fast alles. 8 von 10, ja. Und das Boot, das habe ich keinen Bock zu machen. Und ansonsten, glaube ich, war es das, ne? Oh, der Frosch will noch was. Ich ziehe etwas zwischen diesen Holzscheiter, um mir über den Fluss zu helfen. Ups. Da ist kein Holzscheiter mehr. Okay. Ich meine, da lag... Lass dich... Oh, nee, Frogger. Okay. Gut, nachdem wir Frogger gespielt haben. Geh doch da. Ich muss da draufstellen. Egal. Gut. Damit würde ich dann aber auch sagen, mein Name ist Gorthog und ich glaube, das war's auch schon für diese Session, weil ich gleich los muss. Ich hab nämlich noch was vor. Ja, der Gorthog hat ein Eigenleben. Denn damit würde ich sagen, mein Name ist Gorthog. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dahin und ciao, ciao.